Von Kleidern und Kosmetikverpackungen über Uhren, T-Shirts, Taschen bis hin zu ganzen Häuserfassaden. Wer kennt sie nicht? Die eingängige und schnell wiedererkennbare Gestaltung von Alltagsobjekten in den Primärfarben Rot, Gelb und Blau. Sie zitieren so unverkrampft wie unverblümt die abstrakten Kompositionen von einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts, Piet Mondrian. Seine vermeintlich schlichten Kompositionen aus schwarzen Linien, farbigen Rechtecken auf weißem, hellblauem oder grauem Grund haben die Kunstwelt revolutioniert. Obwohl seine abstrakten Werke vielen Menschen als schwer zugänglich gelten, ist keine andere künstlerische Position im 20. und 21. Jahrhundert so oft und so vielfältig zitiert, kopiert, variiert, adaptiert oder persifliert worden wie die von Piet Mondrian. Von der Mode, der Werbung, der Architektur, dem Design und natürlich vor allem von der Kunst selbst. Ausgehend von Gemälden aus Mondrians wichtigster Schaffensphase bietet unsere Ausstellung anhand von 150 Kunstwerken und Objekten einen Einblick in die facettenreiche Auseinandersetzung mit Piet Mondrian. Wie kaum ein anderer schaffte es Piet Mondrian binnen weniger Jahre, sich von der figurativen Malerei loszusagen. Er entwickelte seinen richtungsweisenden, abstrakt-geometrischen Malstil, den er als neue Gestaltung oder Neoplastizismus bezeichnete. Mondrians künstlerische Entwicklung lässt sich in dem zentralen Rundbau unserer Ausstellung anhand von Werken aus der Zeit von 1913 bis 1936 sehr gut nachverfolgen. Piet Mondrian ging es darum, mit seiner Malerei alles Repräsentative zu überwinden, um die Ehrlichkeit der Mittel, die konkrete, die reale Malerei zu propagieren, die nichts illusionistisch vortäuscht, sondern nur sie selbst sein und für eine tiefere und wahrere Wirklichkeit stehen wollte. "1917 wurde in den Niederlanden Künstlervereinigung De Stijl gegründet, zu deren Gründungsmitgliedern auch Piet Mondrian gehörte. Mit ihrem utopischen Anspruch wollten die beteiligten Künstler nicht nur die Kunst ganz neu ausrichten, sondern mit ihr auch die Gesellschaft insgesamt modernisieren und demokratisieren. Die sogenannte neue Gestaltung sollte unmittelbar in die Gesellschaft hineinwirken, indem sie neben der Architektur auch das Design, die Mode und die Werbung, also alle Bereiche des alltäglichen Lebens, umfasste. Generell lehnten die Künstler jegliche individuellen Tendenzen in der Kunst ab, um nach einer neuen, universellen Gestaltung zu streben, die sich ganz ohne Vorkenntnisse an jeden und jede wendete. Die Möglichkeit, visuell direkt am Kunstwerk zu partizipieren, sollte auch dadurch gegeben sein, dass die Künstler die Formen auf einfache geometrische Elemente reduzierten und sich auch bei der Wahl ihrer Farbe auf die drei Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie die Nichtfarben Weiß, Grau und Schwarz beschränkten. In dem ersten Heft der De Stijl Zeitschrift erläuterte Piet Mondrian auch die Bedeutung seiner abstrakten Malerei, die er zunächst New Building nannte und die er später selbst als Neoplastizismus bezeichnete. "1938 verließ Piet Mondrian Paris, um zunächst Zuflucht in London zu suchen und 1940 weiter in die USA zu emigrieren. In New York fand er schnell Anschluss an die dortige Kunstszene. Während Mondrian in Europa noch die Kunst mit seinen neoplastischen Kompositionen revolutionierte, galt er in New York bereits als etabliert, da dort schon 1927 erste Werke von ihm ausgestellt wurden. So verwundert es nicht, dass Künstlerinnen wie Lee Krasner bereits vor Mondrians Ankunft in New York sehr ähnliche Kompositionen schufen, welche eindeutig die Auseinandersetzung mit Mondrians Werk belegten. Bei einem späteren Treffen lobte Mondrian die Künstlerin schließlich auch für ihren starken inneren Rhythmus ihrer Arbeiten. Auch Fritz Glaner, der wie Mondrian zuvor in Europa lebte, entwickelte in den USA dessen neoplastische Arbeitsweise weiter. Robert Motherwell, der bisweilen Mondrians Kunst als klinisch bezeichnete, hatte laut eigenen Aussagen Mondrians erste Einzelausstellung in New York 1942 mindestens ein Dutzend Mal gesehen und übernahm von ihm schließlich die vertikale und horizontale Ordnung seiner Bilder.
Nachdem sich in den 1940er und 1950er Jahren zunächst zahlreiche KünstlerInnen mit Piet Mondrians Werk auf eine konstruktiv nachahmende Weise beschäftigten, gab es auch zunehmend kritische Stimmen, die seinen als elitär empfundenen Ansatz und seine Ausschließlichkeit in Bezug auf die Mittel der Darstellung kritisch sahen, sodass es zu vielen humorvollen, aber auch subversiven Auseinandersetzungen mit Piet Mondrians Werken kam. Kaum gegensätzlicher zu Mondrians exakten und auf harmonischer Ausgewogenheit basierender Malerei ist zum Beispiel die Skulptur Woven Explosion – Mondrian Under Pressure von Dennis Oppenheim. Bei der Kombination der Begriffe Mondrian und Mode fallen einem sofort die berühmten Cocktailkleider der 1960er Jahre des französischen Couturiers Yves Saint Laurent ein, mit denen er damals Aufsehen erregte. Jedoch haben sich sowohl vor als auch nach ihm zahlreiche andere Modeschöpfer und Designer bis in den heutigen Fast-Fashion-Bereich hinein an Mondrians Schaffen orientiert. Neben einigen originalen Kleidern von Yves Saint Laurent zeigen wir auch ausgewählte Kreationen anderer Designer. Um zu zeigen, wie sehr die Kompositionsideen von Piet Mondrian in unser aller Alltag eingedrungen sind, ist gleich am Beginn der Ausstellung das partizipative Projekt Bring Your Own Mondrian zu sehen. Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, Mondrianalien aus ihrem Umfeld abzugeben. Taschen, Uhren, Vasen, Socken, Kaffeebecher und einiges andere ist in dem großen Regal zu finden. Hier wird der Umfang der Adaptionen, aber auch die kommerzielle Vereinnahmung hin zur Entwicklung der Marke Mondrian deutlich. Sollten Sie auch noch etwas in Ihrem häuslichen Umfeld haben, was noch nicht in unserem Regal zu finden ist, so freuen wir uns, wenn auch Sie unser Projekt Bring Your Own Mondrian unterstützen.